Mehr als 5 Monate lang bereiste ich 2019 alle europäischen Kleinstaaten sowie einige autonome Regionen, Exklaven und Mikronationen. In Wales, direkt an der Grenze zu England, liegt das Königreich der Bücher Hay on Wire. Auf diese Mikronation habe ich mich ganz besonders gefreut. Ein Königreich der Bücher. Bereits 1962 erklärte der Buchhändler Richard Bruce Hay on Wire zur weltweit ersten Bücherstadt. Einmal jährlich wird hier das Festival der Bücher ausgerichtet und es war kein geringerer als Bill Clinton, der dieses Festival zum Woodstock der Literatur erklärte. Und es war Hayden Puck, der dieses Schild vor seinem Antiquariat Haystick Music and More anbrachte. Hayden war es auch, der mir erzählte, dass Richard Bruce seine erste Buchhandlung hier in diesem alten Feuerwehrhaus öffnete. Oberhalb des Einganges erinnert noch eine alte Plakette daran. Heute gibt es in diesem kleinen Königreich der Bücher mehr als 40 Buchhandlungen und auch eine Partnerschaft mit Timbuktu in Mali. Den Besuchern Hays sei der Timbuktu Trail empfohlen, auf dem man etliche der Buchhandlungen und Antiquariate besichtigen kann. Beginnen wir mit dem Hay Cinema Bookshop, der auch einst Richard Booth gehörte. Wie der Name schon sagt, war das hier einst ein Kino. Heute stehen hier wohl ein paar Millionen Bücher drin, würde ich mal schätzen. Bei Bulge & Bulge werden Geschichten erzählt und Bücher gemacht. Derek Eddyman hat gleich 3 Buchhandlungen in Hay. Ich komme noch darauf zurück. Viele der Buchhandlungen haben sich auf irgendein besonderes Thema spezialisiert. So wie zum Beispiel hier The Poetry Bookshop. Bücher gibt es in Läden oder in irgendwelchen Passagen. Diese hier ist gleich neben Eddymans Hauptgeschäft. Sehr schöne Verkehrsschilder übrigens. Und auf der anderen Seite ist Eddymans Spezialgeschäft für Detektivgeschichten. Man munkelt in Hay and Wire, dass Derek Eddyman eines Tages die Nachfolge von Richard Booth antreten möchte. Schauen wir mal, ob er in die großen Fußstapfen von Richard Booth treten kann. Richard hatte schließlich den weltgrößten Second-Hand-Buchladen gegründet. Und den gibt es immer noch. Hier ist er. Schon alleine hierfür lohnt eine Reise nach Hay on Wire. Für Bücherfreunde aller Welt ist dieser Buchladen hier ein Muss. Sehr empfehlenswert. Kommen Sie hierher und machen Sie ein Lesepäuschen. Und wenn Sie dann hierher in dieses Königreich der Bücher kommen, wird hoffentlich das Hay Castle auch fertig restauriert worden sein. Natürlich gibt es auch hier einen Buchladen, einen sogenannten Honesty Bookshop. Das heißt, in diese Kasse hier unten werfen Sie einfach einen entsprechenden Betrag und suchen sich aus den Regalen auf der anderen Seite ein paar Bücher aus. Ach ja, das Schloss. Eben jener Richard Booth hatte dieses einst erworben und sich dort zum King of Hay and Wire
proklamieren lassen. Das hier ist Richard Booth und auf Facebook kann man eine grandiose, Monty Python-artige Dokumentation über ihn und sein Königreich anschauen. Leider brannte ein Teil des Schlosses einst ab, aber es wird jetzt ja renoviert und soll einmal so aussehen. Es wird dann ein Museum sein, in dem unter anderem auch das Zepter und die Krone von King Richard ausgestellt werden wird. King Richard, der unter anderem auch die Hey Patriotic Machine erfand, war zur Zeit meines Besuches schon schwer krank. Nancy vom Hay Castle Trust zeigte mir dann ein sehr interessantes Buch, das Buch der Adligen vom Kingdom of Hay-on-Wye. Und was soll ich sagen, ich stehe dort jetzt auch drin. King Richard hat mich zum Lord of Books ernannt. Es ist sehr schade, dass ich ihn nicht mehr persönlich kennenlernen durfte, denn 5 Tage nach meinem Besuch in seinem Königreich verstarb King Richard. Hoffen wir, dass das Königreich der Bücher nach Beendigung der Renovierungsarbeiten am Schloss fortbestehen bleibt. Natürlich sind es die Bücher, weswegen die meisten Touristen hierher kommen. Aber dieses kleine Dorf hat durchaus einige andere Sachen zu bieten, zum Beispiel diesen Uhrenturm hier. Ja, Hay ist ein nettes kleines walisisches Dorf, direkt an der Grenze zu England. Und auch wenn man nicht nur an Büchern interessiert ist, man findet auch noch andere Sachen, die man hier einkaufen kann. Insbesondere gibt es hier wohl auch viele Antiquitäten zu kaufen. Nun ja, durchaus passend für ein Dorf, das vor allem für seine Buchläden, seine Antiquariate bekannt ist. Und dann gibt es ja auch noch den Markt, auf dem lokale Produkte angeboten werden. Es versteht sich von selbst, dass man in den Kneipen nicht nur trinken, sondern auch lesen kann. Sollte einem nach dem 5. Bier ein Buch hinunterfallen, so kann man es gleich gegenüber zum Binden geben. Goodbye, Hay, Kingdom of Books. Meine Reise wird mich jetzt weiterführen zum nächsten Kronenbesitz, zur Isle of Man. Wer an einem richtig guten Buch interessiert ist, über den auch etwas über das Königreich der Bücher steht, dem sei mein Buch Klein, aber nicht immer fein, Teil 2 sehr empfohlen.